Der aggressive Noob ist jetzt unser Gegner. Und der Barak, okay, ist das auch nicht so wieder Gegner. Genauso dumm am Ende und diesmal zu unseren Gunsten und versagt dann. Ja, Küste meinetwegen, aber gerade gespielt, ne? Ja, stimmt. Ist richtig. Das heißt, wir werden jetzt Kanal kriegen. Nein! Vielleicht. Na ja, gut, aber immer noch besser als zweimal das L, weil das ist auch blöd. Gehen zwei Voten gar nicht mit. Okay. Keine Namen, wo man denken würde, die gehören zusammen. Sonst könnte man ja sagen, ja gut, wenn die ihre Vote schon durch haben, dann brauchen sie ja beide nicht mehr voten. So geil, können wir Fenrir bannen. Oder Asami. Weil die ist ich weiß auch nicht, also Asami, ja, wäre auch mal ganz geil, die wegzubannen, um das Willen. Aber da werden wenige von unseren mitmachen, weil die selber spielen wahrscheinlich. Die spielt ja jeder irgendwie. Da oben wollen sie anfangen, okay. Na gut, da fangen sie immer an. Aber kann man machen. Obwohl, wahrscheinlich muss ich eher Bandit nehmen wegen der Außenwand, ne? Macht ja wieder sonst keiner. Na gut, Kait hätten wir noch. Im Angebot. Secure the area. Keep the bombs protected. Hier, ja. Boah, jetzt machen die wieder was. Auf die eine Seite hier nicht. Wieder 26.000 Rotations. Ja, nur der Boden offen, dass man durch die Füße das sehen kann. Und das ist halt blöd, wenn man in dieser Außenwandecke ist, ne? Bomb secured. You must protect your bombs from being defused by our four. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Located a bomb. Device set. Interrogation? Fängst du früh an. Können sie mir nicht denken. Loading your bag! Oh, die haben Kämpfe hier. Device activated. Aber der Froster ist hier. Das hat gut funktioniert. Kann ich in aller Ruhe meine Dinger hinstellen? Aber wenn der Frost vorbei ist. Das Thermite-Ding hinüber. Du hab ich auch. Und wieder gefrostet. Und wieder neu platziert. Der Frosttyp hat sich schon mal auf die Kandidatenliste für die. Außenwand? Ja. Ach, scheiße, ich kleber schon weiter um die Ecke. Mag change. One friendly remaining. Das ist scheiße. Ah, hier im Gang kommen sie. Machen auf die Wand auf dem Gang. Splinting. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it.
Das ist jetzt blöd, entweder man macht die Wand auf oder nicht. So zwei Löcher drin ist halt. Entweder zu oder auf, ne? Aber. Das war ärgerlich. Ich hätte wissen müssen, dass da eine Claymore steht, dann hätte ich das anders gemacht. Das hat so super funktioniert mit der Wand, ne? Und dann. Ich hätte die auch ganz zumachen sollen, die zweite Wand da auch in dem Gang, das war aber das eigentlich ein Scheiß. Nochmal da oben, sind die bescheuert? Ich hab was anderes genommen. Ja, ich auch, aber das ändert ja nichts. Ah doch, einer hat geswitcht. Ich kann jetzt also, halt leider nicht nochmal da unten mich verstecken, das geht halt nicht. Also der Z31, der hat das super verteidigt mit mir, die Wand, also das war... Die Anti-Breach-Aktion, das war gut. Über die anderen kann ich nichts sagen. Secure the bombs. Loading new mag. Ach, die haben die Luki aufgemacht, so bei der Scheiß. Küche, das war ich. Ja, wenn man da oben verteidigt, kann man so gut, wenn sie über die Küche kommen. Außerdem ist man schnell wieder zurück. Man muss natürlich da oben verteidigen, aber da habe ich schon Abbrecher weggeholt, dass die Luke tatsächlich. Ich komme nicht hoch, weil ich hier keine. Keine Schrotflinte mit ein paar Schuss ab. Alter. Weil das nicht mehr ganz so cool ist wie früher, weil sie jetzt hier den Tisch so stehen haben. Ja, ganz oben sind welche. Bei dir oder was? Der Bakery ist ja an der Außenwand. Nee, oben an der. An dem Seiteneingang. Oh, nichts passiert. Ich hab alles, ich hab gedownt und das Ding zerstört, das war das Wichtigste. Noch einer hier oben? Yes. Oder? Ja, Nomads hier oben noch. Ab irgendwas? Ah, Nomad ist immer noch hier oben. Ja, schön, das war sie. Wir werden hier oben bleiben. Ja, sind noch drei unten. Oh, Diffuser hier bei mir. Ich glaube, oben ist das auf dem Gang gelaufen. So, Stairs. Legion. Legion behind. Ah, hinter dir irgendwo, okay. Op 4, last op standing. Left. Soldier canister deployed. There it is. Op 4 eliminated. Mission successful. Sind die echt mit vier Leuten hier oben haben die angegriffen, ne? Ich weiß gar nicht warum, aber wo wollten sie hin von hier? Weil du kommst doch nicht richtig runter oder so, ne? Der Ace wollte die Luken aufmachen, das haben wir verhindert. Boah, hat ja gut funktioniert. Weiß nicht, lieber Keller. Irgendeiner votet immer mit uns. Ja, zwei sogar. Na gut, das sind Mitläufer, aber der erste war vorhin aber auch mit 3-2, glaube ich, gewonnen. Ich weiß, wer hat denn eben die Ansagen gemacht?
Der, ich glaube, der Dennis. Ich achte da manchmal nicht so drauf. Ja, ich weiß noch im Spiel, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich habe nur drauf geachtet, was er sagt und wer es sagt. Aber auf sowas muss man ja achten für die Votes nachher, ne? Interrogation. Der interrogated schon, dabei habe ich hier noch nicht mal alles aufgebaut. Reception. Fusen aus Party Office. Nochmal. Swapping Max. Den Boden auf über den Kajaks. Yellow stays. Ich gönn mich mal ein hier. IQ ist die letzte. Alle Gegner, die ich nicht töten könnte, habe ich wenigstens angeschossen. Ich habe nur den Objective Raum zerschrotet, das hat eigentlich nichts geleistet. Ich habe mich ganz oben in dem, wo du übers Dach kannst, in das Treppenhaus direkt reingehen. Da saß ich an der Wand gelehnt und dann ist Jana einfach mir vorbeigerannt. Da habe ich sie von hinten mir gedownt. Ja, der ein oder andere mag es von hinten. Ja, das ist richtig. Jekyll ist ja blockiert. Was ist denn das für ein Mist? Bestimmt auch oben, ne? Thermite ist weg. Soll ich Thatcher nehmen? Ach komm. So weh es tut. Ich meine, ach, Kali hatten wir auch. Noch kann ich ja wechseln, ne? Ja, aber Kali ist ja auch das Problem, dass die halt irgendwo rumballert und dann stirbt. Oder am Arsch der Welt ist, nicht da, wo du gerade ihr Gadget baust. Vielleicht sind sie ja nicht oben, vielleicht sind sie jetzt im Keller. Eigentlich ist ihr Gadget auch maximal schlecht für den Operator. Zumindest in der Form. Aber das Anti-Strom-Ding finde ich eigentlich super, weil es der Einzige, der den Persistent ausschalten kann, ne? Das ja. Aber für den Operator selber ist es nicht so praktisch. Naja, oben. Ja, gut, wenn du es als Unterstützungsoperator siehst, der aus der Ferne sichert und aus der Ferne den Weg freiräumt oder so ein bisschen, ja, so richtig stimmig ist es nicht, ja. Aber wir kriegen das auf jeden Fall weg, weil der Kait hat einfach den Boden gestromt. Your mission is to locate and defuse a bomb.
für sie wäre es vielleicht besser, so ein Lion-Ding zu haben oder so, wäre logischer, weil wenn sie irgendwo in der Ferne sitzt, dann kann sie sich damit ein bisschen die Umgebung, weißt, wenn jemand zu ihr hinlaufen will oder es würde vielleicht taktisch mehr Sinn machen in der Kombination. Das ist immer so das Hauptproblem vom Sniper, der muss halt die Umgebung irgendwie sichern und er selber kann es nicht, weil er seinen Aufmerksamkeitsfokus woanders hinrichten muss. Die Außenwand ist offen. Ja, ja, die habe ich gerade aufgemacht mit dem Thermite zusammen. Ich kann hier oben sichern, aber ich müsste eigentlich planten gehen, ne? Ich bin im Bombenraum B und der ist sicher. B? Okay, ich komm. Über den Flur kann ich gehen, oder? Ja. Falsches Fenster. Bombenland. Landing, landing. Reload. Diffuser is online and active. Von hinten von der kleinen Treppe. Ich hatte eine Fuse-Ladung noch angebracht, dachte mir, hey, wenn das ist, dann fuse ich halt noch. Das war jetzt ein sehr persistenter Angriff. Persistenter Angriff, das ist doch schön gesagt. Ich war jetzt auf dem Dach und dann klopft einer ein Loch ins Fenster von diesem Durchgang und dann sehe ich, wie er ein paar Sekunden später dran vorbeiläuft und hole ihn weg. Das ist halt auch so, das Fenster aufklopfen, das hörst du halt bis sonst wohin. Das ist eigentlich immer blöd, ne? Das müsste man eigentlich vorher schon machen, wenn man später irgendwann hin will, weil so im Spiel was aufmachen. Ja, außerdem hast du es dann irgendwann gar nicht mehr am Schirm, wenn da mal irgendwann einer vorbeikommt. Ja. Wenn du jetzt dann natürlich aufmachst und dann durch. Manche bleiben ja direkt davor stehen, weißt du, die macht halt auf und dann stehen die schon da und glotzen. Ja, ganz so blöd war er nicht, ich musste eine Weile gucken, aber. Selbst im Vorbeilaufen mit so ein paar Streifschüssen hat es gereicht. Also manchmal ist. Also Thatcher ist so. Im Keller sind. Thatcher ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Manchmal ist der völlig nutzlos und dann manchmal macht der Schüsse. Oh, ich bin hier in der Todesfalle mit der Drohne. Ah, hier komme ich raus, okay. Ich dachte, ich komme nicht mehr raus aus dem Kellergang Dingsbums da, weißt du? Weil ich kann ja die Leiter nicht hoch. Die haben die Wand. Aha, okay. Also manchmal killt er die Leute weg mit einem Schuss und manchmal. Ja. Die haben Cavera, die ist oben gerade eine Party auf so einem Garten. Ja, jetzt ist doch noch gestorben, die Drohne. Verdammt. Proceed to bomb location and defuse it. Okay. Sending up some love. Ja, das war noch überlebt, das gibt's ja nicht, ey. My charge got compromised. Wer ist tot? Reload! Surprise time. Der Puls ist immer noch da unten im Raum. In dem Raum. Wo bist du denn überhaupt? Ja, vorbei oben das Fenster auf, das ist ein bisschen Sorgen. Achso, das habe ich aufgemacht, da bin ich durchgegangen. Dann direkt gestorben, weil da einer war, oder? Durch den Boden, ja. Loading new mag. Oh,
friendly, last operator standing. Bin ich aber einfach durch die Decke gekillt worden mit der scheiß C4. Wird gleich von rechts durchs Fenster weggeholt. Ist auch so lustig, da drüben ballert unser Typ rum und der Puls sucht hier vorne mit seinem Gerät nach dem Gegner. Das ist so geil, ey. Lass dir ruhig Zeit. Na gut, da kann jetzt aber nicht viel machen, ne? Nichts für dich. 10 seconds. Ich meine, das war schon ganz gut gebaitet, dass er den rechts am Fenster, weil da hätte man denken können, vielleicht springt einer bei der Garderobe raus und will ihn, weißt du? Hätte klappen können, aber. Na gut, dann müssen wir im 4-2 gewinnen. Ja, hoffentlich. Guck mal, der Aggressive Noob hat bisher auch nur einen Kill, ne? Also, vorhin war das ein bisschen anders. War das oben, können sie nochmal sein, da haben sie verloren, ne? Ja. Oder Kartenraum. Und sonst haben sie noch, Party Office? Ja, mal gucken. We need to locate a bomb. Könnte Party Office sein, ein bisschen so. Nee, sind wir oben wieder. Natürlich. Ja, das hörst du durch zwei Etagen, als wär's nebenan, ne? Das ist die Akustik ist so am Arsch. Ja, oben. Okay, wir haben einen Thatcher. Thermite. Dann bleib ich mal lieber bei Ash wegen der Claymores. 10 seconds to go. Dann würde ich glaube ich Ying nehmen, aber. 5 seconds before insertion. Nee, Ying hat keine Claymore, meine ich. Ja, eben. Your mission is to locate and defuse a bomb. Ich hab alle Ecken zerstört. Bomb has been located. Kommen soll es sein, ne? Ja, ich muss einfach gucken, welche hier überhaupt irgendwie reinkommen. Gehen wir alle noch. Loading Mag! Lights out!
Jetzt stairs. Jetzt stairs, bro. Ach, der Warden hat mich, der ist hier hinterm Schreibtisch. Ja, natürlich. Der hat über mich geschossen. Ich bin tot. Mal abgesehen davon, dass ich von ihm nur den ganz oberste Zehntel vom Kopf sehe und im Replay steht er über der Kiste und feuert über die Kiste. Wo ich sage, da hätte ich ja die Waffe sehen müssen und alles, ne? Nö. Ja, es ist so beschissen, ne? Azamin B. Well played. Four eliminated. Friendly mission successful. Eieieiei, gar nicht schlecht. Ist ja relativ ausgewogen bei uns. Bronze 1, huho. Und? Ja. Bronze 1. Das ist jetzt so komisch, wenn du einen anderen Rang hättest, dass es sich plötzlich. Sind schon obskurere Sachen passiert. Ist richtig.